glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Oh, Andrew. Okay, Andrew. Also John ist wirklich... John ist... kommt gleich nach Taylor. Ah ja, das stimmt. Aber das sieht irgendwie aus wie die Brücke, die wir vorhin auch mit dem Bus passiert sind hier, ne? Naja, in Amerika sehen die alle irgendwie so aus. Irgendwie. Also nicht alle, aber du hast sehr viel diese überdachten Brücken irgendwie. Und das ist, also ich finde es halt echt unheimlich, weil... Moment! Frage mich, wozu muss man eine Brücke überdachen? Das Geräusch! What? Was ist er denn? Alter, was ist denn? Okay. Okay, Benny hat die Knöpfe. Ja, er hat's drauf, er hat's drauf. Schau mal. Mal gucken. Danke. Danke. Geil. Einfach der Typ, ey. Erfolgreich vom besoffenen Postboten. Ist alles okay? Postbote? Der sieht so wie so ein Postbote aus. Alles gut. Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Das ist ein schön schnell Fersen hier, mein Freund. Ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Na toll, jetzt habe ich eine richtige Taschenlampe, ja? Und Dings. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Nein. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Okay. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Naja, was war los? Das kannst du selbst herausfinden, was ist denn das nur für ein... Oh, wir haben da schon wieder so ein schönes Tackle-Lutz-Dir, genau. Wunderbar, schön. Warum? Das ist so ein Püppekin. Na? So ein Holz, so ein Holzken. Noch irgendwas anderes? Schönes, tolles? Nee. Vielleicht kannst du sie kurz ansprechen. Ach du Scheiße. Na? Wer da, was bist du? Hinkefuß! Eieiei. Kannst du Angela ansprechen? Ja. Was ist? Besorgt? Alles okay? Was hast du? Alles gut? Ja, danke. Es geht schon, aber... Irgendwas hier ist... Irgendwas hier ist komisch. Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Hallo? Wie kommst du damit klar? Wie kommst du damit klar? Ich bin eine Kämpferin. Das machen eine schlimme Ehe und eine noch schlimmere Scheidung aus einem. Sicher hast du schon selber herausgefunden, dass man sich nur auf eine Person verlassen kann. Sich selbst. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich versuch mal so positive Vibes rüber zu senden zu ihr. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es lebend hier raus. Ich weiß nicht so recht. Du klingst schon wie Daniel. Wir sollten zu John gehen. Ich würd gerne nochmal da zurückgehen? Gucken gehen. Yeah. Zu Hinkebein? So hingemein. Vielleicht hat er uns ja was da gelassen. Eine Postkarte oder so. Anscheinend finden wir hier nur Postkarten. Ja, ne? Richtig. Aber bei Man of Green waren es Bilder, ne? Im Bilderrahmen. Und hier sind es Postkarten scheinbar. Aber scheint nicht zu sein. Du bist weg. Hat uns nichts da gelassen. So, dann gucken wir mal, ob John jetzt schon wieder weg ist. Ob er jetzt hier wieder sonst wohin gerannt ist. Vom Fahrrad. Oh, was war das? Ne, das war das, genau. Der Holzken. Guck mal, das ist der John. Guck mal, er wartet auf uns. Jesus. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Stand Angela nicht gerade noch hinter uns? Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Ja, auf jeden Fall jetzt keine Selbstzweifel haben. Ermutigend. Positiv denken, mein Freund. Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben,
Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Unsicher, das können wir nicht wissen. Okay. Wir wissen echt nicht, was wir gesehen haben. Finde ich auch. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Klar, ich verstehe. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist... Ein scheiß Telefon, Mann! Telefon! Geh den seltsamen Geräuschen nach, das ist aber auch schön. Ja, wir haben doch gerade hier... Das klingt echt nicht gut. Ja, das kein Grund zur Sorge. Gemeint. Na, los, komm, geh mal in die Gruselhütte da vorne. Nee. Also gut, ist ja dein Charakter, also daher, ich muss ja das machen, was du sagst, aber gut. Aber dann gehen wir. Jeder mit John drin, los. Den kann ich verzichten. Was ist denn mit ihm verkehrt? Er rennt immer weg! Oh, breathe, breathe. Take good care. Mann, Mann, Mann. Was ist das für ein Lehrer? Ich sag dir. Hey, was ist? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja, ist eh niemand da. Genau. Das sieht doch auch sehr anheimelnd aus. Da könnte man hier auch sich alles nochmal schön anschauen. So wie das Buch hier vorne. Moderne Magie und Rituale. Ah. Von Ronald Nelson. Bei TC. Okay. Oh, hier geht's doch noch weiter. Eieieiei. Geht's ja hier los. Jetzt wird ein Ritual durchgezogen. Karma und so. Ob ich jetzt von einer lebenden Person irgendwelche Haardinger da mir nehme, um einen Liebestrank zu machen? Voodoo, oder? Mann, Voodoo. Ja. So, was ist... Oh, guck mal hier. Unter dem Boden? Was ist da? Was? Möchtest du das etwa untersuchen? Er ist ja Papst katholisch. Na klar, los, wurschtel da rum. Eine Box. Open the box. Please open it. Oh ja. Ach hey. Okay. Gut. Da hatte ich jetzt aber keine große Auswahl zu, dass ich sage, nee, ich möchte diese Waffe nicht nehmen. Oha. Vier Schuss, na super. Und man, ist klar? Hey, steck mir die locker flockig ein. Hast du dich genug umgesehen? Gehen wir zu John. Okay. Wir sollten zu John gehen. Er hat nicht angehalten, um Vorträge zu halten. Tatsächlich würde ich wirklich eher jetzt die Waffe nochmal verschweigen, bevor die alle anfangen. Nein, gib mir die Waffe, gib mir die, los, und guck dir mal den Baum an. Okay. Und schau mal nach oben. Was für ein Ort ist das?
wo Leute Mannequins in Rinden schnitzen. Das passiert überall, Mann. Ja, ist klar. Macht man so. Hast du nie mal was in einem Baum drin geschnitzt? Ja, aber keine Mannequins. Also ich habe schon mal was reingeschnitzt, aber nicht sowas. Also. Alle Tüten. Geht's hier, ist hier irgendwas? Professor? Das sieht nach einer etwas größeren Anlage aus. Ja, und wieso ist der Professor auf der anderen Seite des Zauns? Na, der ist da durchgesprungen. Ach ja, der hat ja Angst gehabt, der ist ja weggerannt. Na, endlich. Ja, wie genervt, du bist ausgeflippt. Du bist ausgeflippt? Wie vorhin auf der Straße. Ist doch auch verständlich. Was zur Hölle war das da drin? Ja, beruhigen, keine Sorge. Es war nichts. Echt? Keine Sorge. Keine Sorge? Was bin ich? In der zweiten Klasse? Nee. Er hat recht. Du wegrennst schon. Alter. Was bin ich in der zweiten Klasse? Aha, guck mal. Police Station. Oder? Was? Police Station? Hier finden wir sicher was. Police Department. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Brauchbares. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Sag ja, komm, lass uns doch mal in die Polizeirevier einbrechen, irgendwie. Wie wird denn erstmal mit der Tür? Ja. Also jetzt so zu John gesprochen. Meine ich ja auch. Oh, guck mal. Ah, eine Postkarte. Und? Oh, sind wir bereit? I'm ready. Oh, shit. Okay. Da kroch irgendwas Gnade auf Angela zu. Oh, Gott. Und wir haben die Hand da so hingehalten, als ob wir Hilfe anbieten wollten, aber nicht konnten. So, jetzt sollen wir hier, also wir gucken uns erstmal ein bisschen um, ne? Vielleicht kommen wir ja auch anderweitig rein, ohne irgendwas kaputt machen zu müssen. Ja, schon erstmal die Idee, ne? Irgendwie, lass uns doch erstmal da hier was einschlagen. Ja, hier, guck mal da. Da steht zwar No Entry. Ich meine, hier gibt es jetzt den Stein, den ich wahrscheinlich nehmen soll, ja, aber... Stimmt, da. Ja. Ich muss sagen. Nee, vielleicht, aber nee. Oh, warte mal, wo hat er denn jetzt... Achso, er hat jetzt nach der freien Kamera geschaut, wa? Ja, genau. Also wenn ich jetzt hier so nach oben gucke, dann... Ah, es sieht schon, die Grafik ist schon, wirklich schön irgendwie. Sieht schon echt gut aus. So, dann nehmen wir mal diesen Stein. Na dann. Betreten. Betreten. Betreten den Stein. Und wir bekommen auch immer mehr Hämatome, ne? Oh ja, stimmt. So, was kann ich jetzt machen? Ich kann den Stein nehmen. Gib her! Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Nein, Mann, lass das den anderen machen. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Alter. Mach dir dann mal endlich. Was ist denn da für eine Diskutiererei hier? Und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Okay. Soll ich jetzt einfach... Und los. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Ja. Ja. Mann, ja. Scheint sicher zu sein. Das genau, ist nicht so sicher. Oh, schön durch die Glasscherben durch. Geil. War ganz einfach. Du bist dran. Alter, der Lehrer ist so scheiße, ehrlich. Also, der trifft einfach durch die Bank weg beschissene Entscheidungen.